So, dann zeig mir mal deine Dienste. Ich hätte gern eigentlich hier schwere Wunden geheilt. So, und leichte und mittlere und alles worum drumherum. Geht, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Wirkt eigentlich immer noch Steinhaut auf sie? Auf sie wirkt tatsächlich noch Steinhaut. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann zurück zur eisernen Faust. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Auch wenn es mitten in der Nacht ist. Ah ja, das Gute ist, dann sind wir eigentlich hier in Baldur's Gate fürs Erste durch. Ihr braucht nur zu fragen. Good sir, over here. Hey, hallo, wenn ihr Herzog Eltern sehen wollt, geht einfach die Treppe hier neben mir hinauf. Er wartet bestimmt schon in seinem Büro. This way, good sir. Ja, da wie ist er auch wünscht. Schon. Seid gegrüßt, ihr Steuerzahler. Ich bin Herzog Eltern, Kommandant der flammenden Faust. Was heißt hier Steuerzahler? Es freut mich, dass ihr wieder da seid. Nun, was habt ihr bislang in Erfahrung bringen können? Wir haben nichts erfahren. Wir sind gekommen, um euch zu sagen, dass wir nicht mehr für euch arbeiten möchten. Wir haben keine belastenden Beweise finden können, doch haben wir erfahren, dass die Anführer des Eisenthrones sich in Kerzenburg aufhalten. Wir wissen, dass sämtliche belastenden Beweise bei Rieta gefunden werden könnten, dem obersten Fürsten des Eisenthrones in Baldur's Tor. Das heißt, er hält sich derzeit wegen irgendwelcher Geschäfte in Kerzenburg auf. Nehmen wir die vier. Da bleibt uns nur eins übrig. Ihr müsst euch nach Kerzenburg begeben und in Erfahrung bringen, was sie vorhaben. Ihr Aufenthalt dort bedeutet nichts Gutes für diese Stadt. Nehmt dieses Buch, ohne dass euch der Hüter der Pforte keinen Einlass in die Bibliothek gewähren würde. Hier auch die Belohnung, die ich euch versprochen hatte. Ihr seid wieder am Ausgangspunkt eurer Reise angelangt. Herzog Eltern hat euch gebeten, nach Kerzenburg zurückzureisen, um dort die Anführer des Eisenthrons zu bespitzeln. Ihr seid zwar beunruhigt, dass sich die große Bibliothek nun in den Händen so böser Männer befindet. Und ihr würdet gerne einen anderen Grund für euren Besuch haben. Doch ihr freut euch trotzdem, in euer ehemaliges Zuhause zurückzukehren. Mhm. Da will ich aber erstmal noch nicht... Oh, das ist jetzt komplett aufgedeckt. Das finde ich auch mal interessant. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Ja, Gold. Wie sieht es eigentlich mit Level-Ups aus? Okay, Nera wird noch eine Weile brauchen. Safana und... Ja, gut. Dawn ist... Nee, halt. Dawn braucht auch noch eine ganze Weile. Also, erst Vikonia. Oder? Ja, erst Vikonia, ganz knapp. Dann ich. Dann Safana. Danke, Gain. Und dann Nera. Und zu guter Letzt... Ich glaube, Dawn ist das sogar das letzte Level-Up, was er kriegen kann. Weil ich glaube, bei 164.000 Erfahrungspunkten oder so war Schluss... Außer das hat sich hier jetzt geändert. Ich will aber erstmal nicht nach Kerzenburg rein. Oder will ich nach Kerzenburg rein? Na, ich will erstmal mich hier um die Sachen in Berikost kümmern. Wir sind übrigens jetzt im Kapitel 6 angekommen.
Wichtige Ereignisse. Herzog Eltern hat mich angewiesen, nach Kerzenburg zurückzukehren. Daraus muss ich einen Weg finden, die Anführer des Eisentrons auszuspionieren und dabei hoffentlich ihre Verbindung zu den ganzen gegenplanenden Räuberbanden offenzulegen. Der Herzog hat mir ein Buch gegeben, das mir erlauben sollte, den Torwächter zu passieren und mein einziges Heim wieder zu betreten. Ja, Buch des überlieferten Wissens. Dieser Text ist nicht entzifferbar. Dann versuche ich mit dem gewöhnlichen Magie oder anderen Mitteln auf den Grund zu gehen, schlagen fehl. Die Geschichte der Schriftrollen von Nessaril. Mhm. Wir sollten hier halten. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Müde. Wenn, dann können wir in Kerzenburg schlafen. Also erstmal zu Donnerhammer. Während wir dorthin gehen, gucken wir mal, wo wohnt der? Feldposts Wirtshaus. Ah ja, der ist dann da oben. Bei Donnerhammer sollte jetzt mit der Rüstung fertig sein, denke ich mal. Wie ihr wünscht. Also Furion. Oh, ihr seid hier zurückgekehrt. Hier ist, was ich euch versprochen habe. Ist sie nicht herrlich? Ich habe lange keine so schöne Rüstung mehr angefertigt. Tragt sie mit Würde. Also ja, Vikonia. Mhm. Wobei die Frage ist, das Ding wiegt 10, das Ding wiegt 25. Ja, ist eigentlich in Ordnung so. Ich meine, ich könnte Vikonia die Krafthandschuhe geben. Dann könnte sie auch so viel tragen. Und ihm das Ding hier. Bei ihm könnte ich jederzeit buffen. Seine 16 Stärke sind ja ihren 12 oder was sie hat. Oder hat sie sogar nur 10. Ja. Bei weitem überlegen. Gut. Therum Donnerhammer aus Beregos hat eine feine Plattenrüstung aus meinem Ankeck-Panzer gefertigt. Wie war zwar teuer, aber jedes Goldstück worum geht wert. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Wobei, wenn wir schon hier sind, verkaufen wir mal was bei ihm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Helm, Bastardschwert, die Robe, ja, Schleuder, Speer. Gucken Sie. Kann erstmal alles weg. Hier genauso. Nee, die beiden nicht. Kidnapp des Todes kann auch weg. So. Wobei, die beiden benutzen wir nicht, also können die ebenso weg. Das Geld brauchen wir zwar auch nicht unbedingt, aber egal. Verkaufst du? Ein kleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Also erstmal hätte ich die 20 Pfeile, bitte. So. Pfeile plus 2. Hat er gut, aber brauchen wir gerade nicht. Bolzen nehme ich dir mal 8 Stück. So, das ist ein Stick Bolzen. Kugeln. Ach, gib mir alle 15. Fertig. So. So, Pfeile für Safana. Ich
Vokabeln für Nera. Okay, ich brauche mehr als nur 80 Bolzen. Ja? Wie ihr wünscht. Nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Bolzen. Ach, gib mir alle 12. So. Gut. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. So, Feldposts Wirtshaus. Nächste Station. Ich muss mich ausruhen. Keine Ahnung, wer gerade ein bisschen hinterherhinkt. Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Ja, Kegane und ich sind die Einzigen, die mal wieder nicht müde sind. So, Feldpost. Wie ihr wünscht. Wie wär's mit einem Whisky? Der verkauft ja auch Sachen. Gespiegeltes Ebenbild, Taubheit. Die Geschichte der Toten 3, die haben wir ihm verkauft. So, jetzt müssen wir nur noch die Stäbe loswerden. Das sind ein paar Stäbe. Worum geht's, wie ihr wünscht? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ihm wollen wir den Umhang. Was willst du? Das ist mein Zimmer und ich will keine Besuche. Lasst mich in Ruhe. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Das ist doch der Typ, den wir beklauen sollen, oder? Ja. Nein, umbringen wollen wir nicht unbedingt. Deswegen ist der Trank der Meisterdiebeskunst hier mal gefragt. Ja, mein Schatz. Wenn das euer Wunsch ist. Ich muss mich ausruhen. Können wir ihn jetzt? Taschendiebstahl erfolgreich. Wir haben den Umhang. Gut. Umhang. Bezauberung. Aha. Charisma plus 2. Okay. Wie kann ich ihr brauchen? Nur zu fragen, wie ihr wünscht. Das heißt, wir haben den Umhang und können jetzt zu Kerzenburg zurückkehren. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und vor der Kerzenburg werden wir speichern. Ihr braucht nur zu fragen. Das waren zwei unglaubliche Wölfe. Wow. Ihr braucht nur zu fragen. Wollen wir wenigstens noch eingelassen werden, oder? Haltet ein, Reisende! Bevor euch Einlass gewährt wird, müsst ihr unserer Bibliothek einen wertvollen Schmöker spenden. Halt, ihr Reisende, um eingelassen zu werden, müsst ihr zuerst unserer Bibliothek ein wertvolles Schrückstift, ein Ladfadenstift. Wir haben das Buch, das ihr braucht. Ihr habt die Anforderungen erfüllt, um in unsere heiligen Bibliothek eingelassen zu werden. Es tut gut, Corians Kind wieder in diesen heiligen Hain zu sehen. Bitte achtet darauf, dass eure weniger zivilisierten Freunde keinen Ärger machen. Wir nehmen es hier sehr genau mit dem Gesetz, aber das wisst ihr ja zu gut, wenn wir.
So. Ich bin nach Kerzenburg zurückgekehrt. Ich muss Rieta finden und seine Verbindung zu den kürzlichen Ereignissen aufdecken. Am besten direkt in den Mittelturm. Mhm. Ja. Aber erstmal noch nicht. Ich will jetzt speichern. Das ist jetzt Let's Play 026, genau. 20 speichern. Und da gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.